Herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Naja, Let's Play kann man es nicht wirklich nennen, denn ja, nennen wir mal doch Let's Play. Let's Play Sky Island. Während Sky Island läuft, wird Let's Adventure Minecraft passiert sein. Wir haben verschiedene Achievements, die wir freischalten und beenden. Ich gehe sie chronologisch an von der Liste, die jetzt links, da wo gerade dieser Baum ungefähr ist, stehen müsste. Anfangen tut's dies tut es mit erweitere deine Insel. Nehmen wir mal ein bisschen Dirt hier. Erweitere die Insel. Insel erweitert. Als nächstes halten soll, sollten wir die Insel mit Gras zusammenwachsen lassen und danach ein Haus und eine Farm bauen. Gut. Wir lassen gerade die Insel mit Gras zuwachsen. Das bedeutet, das haben wir auch schon abgehakt. Fangen wir an, uns ein Haus zu bauen. Ich gehe da völlig planlos an die Sache ran. Ich spiele mit Easy. Ich möchte aber auf Peaceful spielen, weil ich momentan noch keine feste Essensquelle habe. Ja. Wie es aussehen wird. Ich werde versuchen, alle Achievements freizuschaffen, zu gelöst halt. Oh gut, ich habe schon direkt den nächsten Bock. Ich werde kein Too Many Items benutzen. Gut. Bevor ich da jetzt Feuer abgehe und so. Machen wir direkt weiter, indem wir hier unsere gesamte Insel mal ein bisschen tiefer verfrachten. Denn Erde scheint ein seltenes Gut zu sein. Und wenn wir Farmen errichten sollen, dann werden wir sehr, sehr viel Erde brauchen. Mach alles mal auf diese Höhe hier, ja. Wir müssen uns dann noch darum kümmern, dass wir unser Haus haben. Dann langsam anfangen mit der Farm. Gut, wie die Farm aussehen wird. Ich werde dazu ein Farmhaus bauen. Das bedeutet, mein Ziel ist es jetzt erstmal zwei Häuser zu bauen. Und eine kleine Cobblestone-Mine. Klingt ein bisschen blöd, aber ja, eine Mine. Das wird erst zur Farm, dadurch, dass ich es chronologisch angehen werde, gelten, wenn ich sie auf meinem Farmgelände platziert habe. Sticks, eine Truhe basteln, weil ich sonst Angst habe, dass irgendwas kaputt geht. So, da Saplings, Holz, alles rein. Die Saplings kann ich natürlich wieder... Nein! Oh Gott, ich bin doch auch ein Ampel. Mist. Weins braucht man doch für... Das ist mir da zu nah am Abgrund gewesen. Ich bin noch ein... Nicht zu nah am Abgrund, sondern... Hier haben wir Wasser und Sand. Gut. Dadurch, dass jetzt momentan keine Monster spawnen, sind wir in Sicherheit. Ich möchte... jetzt erstmal irgendwie an... Lava kommen, damit ich mir eine kleine Cobblestone-Farm errichten kann. Habe ich das sogar schon so genannt. Nicht meine Cobblestone-Farm, sondern damit ich ein bisschen Cobblestone bekommen kann. So. Hier habe ich auch direkt schon Kohle. Gut. Ich frage mich, ob das böse ausgehen wird oder ob ich hier doch noch irgendwie was schaffe. Gut. Um an Lava zu kommen, brauche ich Eisen, um einen Eimer herstellen zu können. Und um einen Eimer herstellen zu können, brauche ich Eisen und Kohle. Da habe ich mein Eisen. Und um Eisen abbauen zu können,
brauche ich eine Stone Spitz Hockey. Ohne die Lava komme ich im Allgemeinen überhaupt nicht weiter. Jetzt wachst doch mal endlich. Ich sollte auch nicht hinunterstürzen. So, Kohle ist ein wertvolles Gut. Mit Stein kann ich ja umgehen, wie ich lustig bin. Wobei Kohle momentan nur ein wertvolles Gut ist. Gott, hier ist es dunkel. Ich bin froh, dass ich die Brightness auf voll gestellt habe. Ich brauche 8 Eisen. Und ein Stück Kohle, denn ich möchte momentan noch nichts verschwenden. Das bedeutet, ich möchte mich auch nirgendwo unterstützen. Ein weiteres Achievement ist es, die gesamte Insel auszuhöhlen. Also ich werde es wirklich chronologisch angehen. Ich habe momentan nur 6 Eisen. Und keinerlei Fackel. Gut, ich werde die Monster anstellen. Sobald ich meine Weizenfarm habe. Dafür brauche ich halt 2 Häuser. Mein erstes Haus wird natürlich nicht ganz schmucke aussehen, aber das ist ja... Jeder fängt mal klein an. Und da das gerade eine ziemlich dumme Aktion war, oh Gott. Werden wir mal sehen, was daraus noch wird. Ihr hört sowieso meine Leertaste klappern, also... Viel schlimmer geht's ja kaum noch, sagte er und stürzte gleich hoffnungslos in den Tod. So, jetzt brauche ich eine Kohle. Ich muss irgendwie an Eisen kommen, an Lava kommen. Wie viel? 1 oder 3 Eisen brauche ich. Wie ging denn überhaupt nochmal? Also fließende Lava und stehendes Wasser. Ich denke gerade nach, wie man eine gute Cobblestone-Quelle machen kann. Ich versuche es jetzt erstmal Cobblestone-Quelle zu nennen. Ohne dass ich dann Obsidian herstelle. Es gibt ja auch das Achievement für eine Obsidian-Farm. Wobei ich keinen Plan habe, wie die aussehen kann, soll, tun. Leicht creepy, die Musicbox, aber ansonsten ist alles in Ordnung. Ich werde jetzt wirklich nur... Da ist Gold. Ich guck mal vielleicht, was da drin ist. Ich weiß, das ist an sich cheaten. Ich guck aber nur, ob da Lava drin ist. Nee. Weil wenn da ein Lava-Eimer drin ist, dann nehme ich die Kristalle. War das gerade ein Lapis? Ja, das war ein Lapis. Licht. Okay, hier haben wir Diamanten. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich hab grad so ein Herzrasen. Schnell raus da. So, wir zu gemacht fürs Ambiente. Gut. Ich muss jetzt nur noch warten, dass mein Holz wächst. Ja, mein Holz wächst. Das war sogar richtig. Ich habe auch noch keinen Plan, wie lange ich aufnehmen werde überhaupt. Yay! Und ob der Ton überhaupt stimmt. Ich bräuchte ein Mischpult. Nein, ich habe kein Mischpult. Das ist der Grund, warum ich auch immer so leise bin in meinen Videos. Obwohl ich euch oftmals einfach anbrülle sogar. Also, gut, ich habe jetzt Lava, ich habe jetzt kein Holz. Das Eis nehme ich an. Ich werde da rein. Komm ich so rein? Okay.
Wow, ist gerade. Oh Gott, danke. Dann werde ich mich gleich ein bisschen Cobblestone farmen und mit dem Cobblestone dann meine Insel auch ein bisschen erweitern. Ich versuche nämlich meine Insel so groß wie es halt ich mag zu machen, aber meine Insel dann nur den Erdteil zu haben, wo dann auch wieder mein Haus steht. Gut, jetzt mal gucken. Ich mag nicht mit dem Lava einfach so umlaufen. So, da fließt jetzt die Lava rein. Okay, ich habe meinen ersten Ansatz einer Cobblestone-Farm. Das sage ich ja auch so häufig, oh Gott. Nein! Verdammt! Das kriege ich nie wieder weg. Das war dämlich. Wie, wo, was, ich habe gefailt? Ich doch nicht. Das ist jetzt aber richtig. Bitte sag ja. Ja, es ist richtig. Verfluchter Algorithmus, der bestimmt, wohin die Steine fliegen. Ich kann an sich, soll ich wirklich, ich könnte ja hier auch so ein kleines Dörfchen aufbauen. Ich mache jetzt erstmal meine Holzspitzhacke kaputt. Und ich versuche jetzt mal was. Da hoffe ich jetzt einfach mal auf unverschämtes Glück, aber das ist sowieso ein LP. Oh Gott! Wer ist der Beste? Wer ist der Beste? Beste. Also hier scheint jemand selbstverliebt zu sein. Ich bin's natürlich nicht. Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist für mich immer noch keine Farm. Nein. Das liegt nicht nur daran, dass ich das alles nur in einer bestimmten Reihenfolge habe, die Haken. Nein. Oh Gott. Episch. Aha. Episch. Ich komme mir vor wie ein Cheater, wenn ich das die gesamte Zeit offen habe. Da, da. So. Bis jetzt nur ein großer Fail im LP. Wow, das ist gut. Das ist richtig gut. Ich hätte jetzt gedacht, ich würde einmal so voll großartig abfailen, so im gesamten. Bis jetzt ist es noch, läuft es ganz gut, also. Machen wir die Holzspitzhacke kaputt und dann beende ich auch die erste Aufnahmesession. Wir haben die Insel erweitert, wir haben angefangen, dass überall Gras wächst. Höchstwahrscheinlich brennt mir mein gesamter Holzvorrat im Endeffekt ab, aber. Hey, momentan ist noch alles in Ordnung. Und wir haben schon unseren ersten Cobblestone ehrlich abgefarmt. Boah, ist das gut. Keine Ahnung, ob man es jetzt gehört hat, aber ich habe mir gerade ehrlich selbst auf die Schulter geklopft. Ich bin gerade voll stolz auf mich. Nur ein großer Fail und die nächsten Fails werde ich nicht einfach so bereinigen. Nee, nee.
Ich muss aber mal gucken, ob da nicht irgendwo eine schnellere Methode für eine Cobblestone-Farm einfällt, weil... Cobblestone-Maschine. Aber das wird dann was für meine Farm. Weil momentan ist es doch ein bisschen relativ langweilig. Nicht langweilig, okay, langweilig vielleicht, je nachdem wer zuschaut. Aber langsam. Und da es sowieso wieder ein bisschen spät ist, bin ich auch ganz ruhig. Ach. Ich bin immer noch voll stolz auf mich. Höchstwahrscheinlich sterbe ich gleich mit meiner 40 Erde in der Tasche, aber ich bin noch stolz. Ich warte auch nur darauf, dass meine Farm der erste Erträge bringt. Oh. Wobei ich mich frage, es spawnen keine Tiere mehr einfach so, ne? Hm. Werde einfach mal gucken. Also wenn jetzt wirklich keine Tiere mehr einfach so spawnen, Gott, da ist die Spitzhacke kaputt, werde ich mir ein Ei für jedes Tier farmen, was holen. Und dann halt einen Ort erschaffen, wo die Voraussetzungen gegeben sind. Damit das wenigstens passt. Ihr versteht, weil wenn die Map in einer Version gebaut wurde, wo Tiere noch einfach so spawnen, dann kann ich den Punkt natürlich nicht ohne solch eine kleine Starthilfe nicht erfüllen. Aber dafür, dass ich jetzt hier erste Aufnahmesession hatte, würde ich sagen, habe ich viel geschafft. Ich hoffe, das Let's Play hat euch soweit gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Let's play Sky Island. Bis dahin und tschö tschö.